Hallo und herzlich willkommen zu... Wir fahren gegen eine Wand in Star Wars The Old Republic, Part Nummer 47. Okay. Gut. Part 47 und ich kann... Hey! Erstaunlicherweise durch die Wand hindurch. Ganz erstaunlich. Und wir sind ja eigentlich auch wieder im Spiel Lift Simulator. Und natürlich sind wir noch in der Show. Wilde Theorien. Oh. Genau. Hier bei SP. Das Angreifen war dann doch etwas sehr überraschend, fand ich. Na gut, ich hab sie gesehen, sozusagen. Ach ja, und ich wollte ja noch Chessa auf Tank umstellen. Das mache ich jetzt gleich auch noch. Denn ich habe das Gefühl, dass sie schwere Rüstung hat. Rollenauswahl. Ja, sie hat schwere Rüstung, das weiß ich schon. Aber ich habe nicht nachgeguckt, was sie genau ist. Ne, sie hat eine leichte Rüstung an. Tja. Aber sie wäre fähig, in diesem Fall eine schwere Rüstung zu tragen. Aber sie hat eine leichte an, also sollst du vielleicht doch noch nicht auf Tank umstellen. Ja, wäre vielleicht besser. Rollenauswahl, Schaden. Außerdem haut sie ja gut Schaden. Oh. General Gunn, es freut mich, euch mitzuteilen, dass Jedi-Ritter Surrender sicher auf Hoth gelandet ist. Ich habe mich persönlich um alles gekümmert. Ihr seid ein wertvoller Diener der Republik, Forst. Eines Tages werden die übrigen Chiss euch folgen. Der Hase hat sein Loch verlassen. Meine Informationen haben also gestimmt. Männer, es gibt Ärger. Schützt den General! Beschützt auch unsere Verbündeten. Ich glaube, ich weiß, wer ihr seid, Sith. Trotz aller Bemühungen von Darth Barras, im Geheimen zu arbeiten, habt ihr in der Galaxis ziemlich viel Lärm gemacht. Jetzt hat Barras mich doch noch gefunden. Ich muss noch vorsichtiger werden. Er muss noch vorsichtiger werden. Wie ist das aber möglich? Denn es ist nicht mehr möglich. Eure Glückssträhne ist vorbei. Der Sith greift an! Wirklich? Nee, glaube ich nicht. Das sind nur aggressive Ich greife nicht an. Ich mache jetzt mal nichts. Ich werde angegriffen. Hey, ich muss mich verteidigen. Wo ist meine Maus? Hier. Ich muss mich ja offiziell verteidigen, denn ich werde angegriffen. Okay, diese Gegner sind irgendwie keine Gegner. Nee, nicht so ganz, ne? Nicht wirklich. Ihr habt sie alle getötet. Bitte seid gnädig. Wir werden uns wieder dem Imperium zuwenden. Sagt mir, was ihr getan habt. Wobei habt ihr Gon geholfen? Ich habe einem Jedi geholfen, unbemerkt auf Hoth zu landen. Ich glaube, er sucht irgendetwas im Schrott auf dem Raumschifffriedhof. Mehr weiß ich nicht. Das Verbrechen wiegt zu schwer, um euch am Leben zu lassen. Was? Ja. Nee, ich dachte, er wird es einfach in der Cutscene umgelegt. Nee. Der klappt einfach so um, wenn man ihn nur kurz anpustet. Okay. Ich hatte auch noch als Option erstattet Darth Barras Bericht, aber das machen wir lieber. Okay. Melde dich bei Darth Barras auf Drom und Kaas. Drom und Kaas? Drom und Klaas, ja. Kaas. Ich hab's mit diesem Klaas. Was ist aber auch mit dem Klaas, ne? Ja. Das ist eigentlich alles Schleichwerbung, mache ich extra. Ah, okay. Ich würde sagen, schweißfrei Service zum Raumhafen, oder? Ja, wo ist nochmal der Raumhafen? Relativ Raumhafen. Mittig, etwas links, genau. Etwas rechts. Links. Ja, relativ, ja. Es ist, er ist relativ links, ein bisschen rechts. Was? Ja, das ist einfacher. Das ist doch einfach. Ein bisschen links, ziemlich links, aber relativ rechts. Oh Mann. Da sind wir wieder bei der relativen Sachen, ne? Relativitätstheorie. Genau. Und ich musste eigentlich... Wie du versucht hast, um 23 Uhr zu erklären. Ja, gut. Gut. Momentan habe ich es irgendwie gerade nicht so mit der schriftdeutschen Sprache. Irgendwie nicht, ne? Aber es ist eigentlich auch nicht mehr so schlimm. Ich sollte eigentlich noch kurz die Mission von Wett abschließen, denn sie ist auch gerade hier auf Nasha da. Ach so. Soll ich das eben machen? Ja, dann
schließt du doch. Du musst ja nicht mit deinem Holo-Terminal quatschen, ne? Nee, ich muss mich dann auf Dormund Kaas melden. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach schon mal auf mein Schiff und warte dann wieder auf dich. Weil wir haben noch ein bisschen was auf dem Schiff zu erledigen. Okay, gut. Und fliege das. Schon mal. Ich nehme an, ich muss auch nach Dormund Kaas. Ich weiß es allerdings nicht. Deswegen schaue ich mal, was ich zu tun habe und werde mich dann gleich bei dir melden. Okay, gut. Mach das. Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich, würde ich sagen. Jo, in den letzten Folgen immer relativ viel unterwegs gewesen. Mit dem Schiff meine ich jetzt natürlich. Also viel voneinander getrennt. Ich hoffe, das gefällt euch. Dass wir auch mal ein bisschen was einzeln machen. Und schauen jetzt hier nochmal vorbei. So, benutzt das Homo-Terminal deines Schiffs. Machen wir das doch mal direkt. Schüler, du hast alle Artefakte. Ausgezeichnet. Triff mich auf Dormund Kaas. Sofort. Tut mir leid, aber ich habe nicht viel Zeit zum Reden. Es gibt einiges zu tun, um das Ritual vorzubereiten. Schaut sie euch an. Keine Zeit zum Reden. Sie ist viel zu beschäftigt, damit euer Ableben zu inszenieren. Grausame Hexe. Ihr habt gut daran getan, euer Erbe zu suchen, Fleisch meines Fleisches. Doch die Lage ist schlimmer, als ich vermutet hatte. Ich habe die wahre Natur von Darth Sashs Ritualen herausgefunden. Es besteht kein Zweifel, dass sie euch schaden will. Erzählt mir von diesen Ritualen. Sash preist eure Stärke und doch fürchtet sie sie. Die Rituale, die sie durchführt, sollen sie vor der Macht schützen. Fragt euch Folgendes. Warum strengt sie sich so sehr an, um sich vor der Macht zu schützen, wenn sie nicht vorhat, gegen euch zu kämpfen? Also, was jetzt? Überlasst Sash nicht dem ersten Zug. Bewaffnet euch mit Zorn. Stählt euch mit Hass. Vernichtet sie, bevor sie zuschlagen kann. Und wenn es möglich ist, stellt euch ihr nicht alleine. Bringt einen Verbündeten mit, der ihre Verteidigung durchbrechen kann. Sash wird nicht wissen, was über sie gekommen ist. Gut. Ich kann euch nicht mehr helfen. Ich bin zu schwach, um mich Sash entgegenzustellen. Alles hängt von euch ab. Denkt nur daran, was ihr auch tut. Betretet den Tempel der dunklen Seite niemals allein. Sash ist vorbereitet. Ja, logischerweise werden wir ihn nicht alleine betreten, denn wir haben ja Dragomir dabei. So, wir haben 12 Datenkristalle, gewöhnliche Datenkristalle gekriegt und können uns jetzt wahrscheinlich für ein Schwert entscheiden. Moment, für dieses Schwert sind wir jetzt gerade gereist? Minus 113 maximaler Schaden? Was? Zur Hölle? Ja, das ist ein Doppellichtschwert, das können wir nicht tragen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Jacer das zum Beispiel gebrauchen könnte. Also ich auf jeden Fall nicht, das steht fest. Hat er jetzt irgendeine Farbe? Wahrscheinlich nicht. Kann ich es überhaupt annehmen? Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Wird an Vermächtnis gebunden. Na, sagen wir mal hier, komm, wir nehmen lieber das hier. Da gehen wir dann auf Nummer sicher. Und wir fliegen nach Dormund Kaas. So. Mittlerweile weiß ich ja, wo das ist. Das ist schon mal ganz gut. Dormund Kaas. Auf geht's. Warum nicht eigentlich mal Dormund Kaas? Ich weiß auch nicht. Irgendwie blöd, aber irgendwie auch richtig. Ich weiß nicht, warum. Hui! Ah, du bist auf Dormund Kaas angekommen. Fantastisch. Gehen wir gleich an die Arbeit. Wir müssen im Geheimen arbeiten. Also habe ich uns einen netten, abgeschiedenen Ort für unser Ritual gesichert. Triff dich mit mir in der Kammer des Tempels der dunklen Seite. Dort, wo du die Erscheinung besänftigt hast. Dann können wir beginnen. Habt ihr alle notwendigen Vorbereitungen getroffen? Mir fehlen nur noch die Artefakte und natürlich du. Dann können wir beginnen. Doch da ist noch eine Sache. In Anbetracht der heiklen Natur des Rituals
muss ich dich darum bitten, deinen Piratengefährten nicht mitzubringen. Dein Dashort ist willkommen, sogar wünschenswert. Bedenkt man die sensible Natur des Bandes, mit dem du ihn versehen hast. In Ordnung, verstanden. Gut. Und jetzt eile zum Tempel der dunklen Seite. Je eher du ankommst, desto eher können wir beginnen. Okay. Heißt, also, klar, er fliegt raus. Andronikos fällt raus. Heißt, wir haben tatsächlich nur noch unseren Dashort. Den werden wir dann wohl mitnehmen müssen, tun sollen. Wir haben anscheinend noch ein bisschen Zeit, deswegen werden wir hier mal noch ein bisschen unser Inventar sortieren. Und Farbtriskal gelb? Cool, vielleicht können wir das ja irgendwie extrahieren. Nett. Ja, wir fliegen einfach schon mal auf Drum und Cast. Wir haben noch ein bisschen Zeit scheinbar. Zumindest habe ich jetzt kein Zeichen erhalten, dass wir keine Zeit hätten. Und aus dem Grund gebe ich schon mal das Zeichen, dass wir tendenziell bereit wären. Und wir begeben uns dann hierhin. Hierhin meine ich natürlich Drum und Cass. Nehmen einen schweißfreien Transport Richtung Abfertigungshalle. So. So. Das trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir beide wirklich nach Drum und Cast müssen. Wir sind mal wieder auf einem Planeten, das ist echt klasse. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so viele Unterbrechungen geben. Das ist doch tendenziell schon mal was Schönes. So. Was muss ein Dragomir jetzt eigentlich genau machen? Schauen wir doch mal nach. Klassen. Kehre jetzt zu Darth Barras im Sith Allerheiligsten nach Drum und Cast zurück. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach schon mal vor. Und treffen ihn dann da gleich. Dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich die Shuttle... Ach, wir sind schon da? Was? Ich bin verwirrt. Car City? Wir sind... Okay. Ich bin verwirrt. Okay. Taxi. Wir sind startklar. Und, das Vermächtnis? Da muss ich hin? Okay. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dann tun wir das doch. Sind wir sonst nicht immer irgendwo anders gelandet? Ich bin gerade echt verwirrt. Zumindest meine ich, wir wären sonst immer irgendwo anders gewesen. Naja. Weiß so. Ich aber tatsächlich jetzt auf Anhieb nicht. Wie sieht's bei dir aus? Hoppla. Bei mir sieht es sehr gut aus. Bei dir sieht es sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe jetzt die Mission abgeschlossen mit Wett. Ja, das ist schön. Und werde mich ja auf den Weg begeben nach Dom und Kars. Ja. Und werde, weil ich denke nicht, dass ich noch eine Cutscene habe, da heißt, dass ich mich direkt bei Darth Barras melden soll. Genau, das habe ich mich auch gerade mal nachgelesen. Deswegen bin ich schon mal vorgereitet und bin schon fast da. Ja, und werde dann später dann wieder mit Wett reden, denn sie will eigentlich schon wieder reden, aber das machen die dann ein anderes Mal. Immer diese Leute, die so viel reden wollen, das ist schrecklich. Ja, das ist eine richtige Quasseltante. Ja, ehrlich. Das ist ehrlich unglaublich. Unglaublich. Was? Was zur Hölle? Was? Wie fliegt mein Typ hier? Hockt er nicht auf dem Gleiter? Ja, er hockt auf dem Gleiter. Aber wo fliege ich jetzt gerade her? Hilfe! Alter! Bist du noch im Raum Hafen? Ich bin da nicht mal gewesen, das ist ja das Geile. Hä? Ich war sofort komplett auf Drum und Cars, irgendwo am Arsch der Welt. Einfach irgendwo in der Wildnis. Das ist total geil.
Ja, ihr seht, das Spiel ist bugfrei. Absolut bugfrei. Grundsätzlich, es gibt keine Grafik-Bug, es gibt keine Szenen-Bugs, es ist grundsätzlich bugfrei und die Karte, die ist so genial. Also, es gibt keine bessere Karte als hier bei SWTOR. Definitiv nicht. Und ich weiß auch, ich werde definitiv nicht nochmal das Schiff nehmen, sondern ich nehme jetzt gleich Schweinsfrei-Service. Weil ich natürlich falsch bin, logischerweise. Du musst zum Sith Allerheiligsten, richtig? Ich muss wahrscheinlich ja zum Sith Allerheiligsten, denke ich mal. Kannst du mal eben kurz gucken? Du musst zum Tempel der dunklen Seite übrigens, ne? Bitte, was? Du musst zum Tempel der dunklen Seite. Ja, ich weiß. Und ich... Mir zeigt es an, ich muss nach Gleiter zu Domkars City Zugang, aber wahrscheinlich muss ich dann... Ja, ich reiß mal dort schnell hin. Guck doch einfach in deinem Questbook, was da drin steht. Ja, ich reiß dorthin. Das ist wahrscheinlich dort gleich in der Stadt drin. Ah, dann mach ich das halt für dich. Mit Darth Barras im Sith Allerheiligsten. Das wollte ich doch nur wissen. Ach, tut mir leid. So, dann mache ich jetzt nämlich schweißfreies Service dahin, weil der Gleiter ist echt kacke. Bin jetzt gerade bestimmt 3 Minuten hier rumgeglitten und bin am Arsch der Welt angekommen. Also vom Arsch der Welt zum Arsch der Welt. Ja, ich hätte wahrscheinlich direkt zum Sith Allerheiligsten reisen können, aber so nehme ich jetzt noch einen Gleiter. Einen möglichst großen Bogen. Genau. Wie gesagt, die Karte ist bugfrei. Absolut. So, ich bin auf der Brücke zum Sith Allerheiligsten. Bist du schon auf der Brücke? Nicht schlecht. Ich bin momentan noch auf dem Weg dahin. Also ehrlich, deine Festplatte ist einfach zu langsam. Ja, tut mir leid. Ich könnte ihr ein bisschen mehr Strom versetzen, dass sie schneller ist. Ja, das ist eine gute Idee. Gib mir mal so 500 Volt. Ja, so maximal Leistung vom Netzteil, ne? Das wäre Watt. Was, Watt? Oh, tut mir leid. Ich spreche von Volt. Volt. Watt. Ah, hallo. Und was ist denn Ampere? Ampere ist die Stärke. Ich dachte die Spannung. Das ist das gleiche? Spannung und... Nein. Keine Ahnung. Ich habe mit Physik nie aufgepasst. Ich fand Physik immer zum Kotzen langweilig. Warum denn das? Und ich heb ab. Nichts hält dich am Boden, ne? Ne, nichts hält mich am Boden. Und alles ist hier ziemlich blass. Und grau. Er ist so lange nicht geflogen. Nee, jetzt kommt nichts mit einem Astronaut. Ey, guck mal. Barra sieht aus wie ein Astronaut. Oh Gott. Oh Mann, ey. Auf geht's. Seid ihr dafür verantwortlich, Barras? Wart ihr es, der General Gonn ausgeschaltet hat? So ist es, Lord Venschen. Die Randsysteme können nun an uns fallen. Ein solcher Vorteil wird die übrigen Ratsmitglieder aus ihrer Passivität holen. Sie werden erkennen, dass Krieg die einzige Antwort ist. Ihr habt mir gebracht, was ich am meisten begehre. Verzeiht die Störung, meine Lords. Wer ist das, Barras? Mein mächtigster Schüler, mein Lord. Er hat General Gonn getötet. Und offensichtlich ein ergebener Diener, der weiß, was Respekt ist. Erhebt euch. Ihr habt eurem Meister und seinem Meister gut gedient. Das war nichts Besonderes. Ihr scheint eure Schüler weise zu wählen, Barras. Es wird Zeit. Ich werde meinen Zerstörer zu den Randsystemen schicken. Sie werden sich mir schon bald unterwerfen. Der Befehl wurde erteilt, Barras. Plan 0 kann ausgeführt werden. Vengeance, Ende. Ausgezeichnet. Ich habe lange auf diesen Befehl gewartet. Plan 0 ist die systematische Ausschaltung der wichtigsten militärischen Anführer der Republik. Dieser Präventivschlag wird den Feind kampfunfähig machen. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Ich habe die Ziele für Plan 0 schon seit Jahren vorbereitet. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Mach dein Schiff bereit. Ich werde mich dort bei dir melden. Ja, das war mal eine kurze Angelegenheit. Ich soll das Holo-Terminal im Schiff benutzen. Klasse. Sehr klasse. Es ist schön, dass wir letzter Zeit sehr stabil immer auf dem Planeten unterwegs sind.
Ja, mal ein bisschen hier, ein bisschen das da. Hält natürlich den Fluss eines Let's Plays gut zusammen. Ja, ich würde sagen, wo musst du eigentlich noch genau hin? Du musst zum... Ich muss zum Arsch der Welt, ja, da wo ich gerade eben war. Dann reisen wir doch mal zum Außenposten Wander. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich muss, weil meine Schnellreise erst in 2 Minuten verfügbar ist. Dann nehmen wir den Schweißfreiservice da. Also, ich kann ja kein Transportmittel hier nutzen. Gehen wir zum Schnellreisen. Das heißt, wir müssen tatsächlich schwitzend dahin. Ja, also aber so ist das wirklich gut, dass man dann schwitzend da ankommt? Nee, ich denke nicht. Dann sind wir erschöpft und brauchen wieder viel Deo. Vor allem, also, ich bin jetzt tatsächlich vor diesem Ritual, wofür ich die scheiß Artefakte gebraucht habe. Die ja so ewig lange gebraucht haben zum Suchen. Und jetzt wird wohl das Ritual durchgeführt. Zumindest scheint das jetzt so. Was genau für ein Ritual? Ich habe den Überblick verloren. Wir sind startklar. Ja, wir müssen übrigens ganz links zum Außenposten Wardengleiter. Genau, das habe ich schon mitbekommen. Okay. Und zwar möchte Sesh ein Ritual durchführen, das mir quasi meine Sith-Stärke verleihen soll. Allerdings wurde ich schon von diesem Geist, der mich Blut meines Blutes nennt, oder Fleisch meines Fleisches, oder wie auch immer, schon wieder davor gewarnt, dass das nichts Gutes sein kann. Dass die nichts Gutes im Schilde führt. Da musst du vielleicht ein Schild mitnehmen, ne? Genau. Und, ich habe auch das absolute Verbot ausgesprochen bekommen, meinen neuen Begleiter mitzunehmen. Das heißt, ich bin tatsächlich mit Cam hier unterwegs. Oh, okay. Ja. Joa, so sieht's aus. So sieht's aus. Und das wird dann jetzt wahrscheinlich gleich durchgeführt. Und was denkst du persönlich? Kriegst du deine Sith-Mächte oder ist es eine Flinte? Finte. Ist es eine Flinte? Also ich denke, mittlerweile, ich habe ja jetzt schon mehrere dieser Geisterscheinungen, nenne ich sie mal, gehabt, wo immer wieder da gewarnt wurde vor Sesh, also irgendwie kann das nichts Gutes heißen. Okay. Das ist deine persönliche Einschätzung zu der Lage. Hier. Das wäre jetzt ja eigentlich wieder eine wilde Theorie live. Hierbei ist Vetor. Und meine persönliche Einstellung ist, dass das nicht gut ist. Aber wir werden... Dass das nicht gut sein kann. Das werden wir gleich wahrscheinlich sehen. Aha. Besessener Vorarbeiter. Wir sind alle anscheinend besessen. Wir müssen da hoch, ja. Ja, müssen wir. Du kannst auch ein bisschen weiter noch einen Bogen machen, wenn du willst. Aber ach, nö, muss nicht sein. Ich bin eigentlich der Fan von direkten Wegen. Ich auch. Und manchmal auch Abkürzungen. Abkürzungen sind immer gut. Immer gut. Ausnahmelos. Ausnahmelos. Abkürzungen sind immer besser. Immer. Ja. Wir sind übrigens auf Level 18 runtergedrückt. Ach, das ist auch mal süß. 36 und 18 runtergedrückt. Wir kommen eigentlich schon vorwärts, ne, mit dem Level. Ja, in letzter Zeit Level wird tatsächlich sehr gut. Beziehungsweise seit unserem Flashpoint. Ja, stimmt. Gut, ganz am Anfang muss man sagen, kriegt man, wie eigentlich bei jedem MMO, kriegt man ziemlich viel Level. Da haben wir eigentlich jede Folge ziemlich immer ein Level gekriegt oder sogar zwei. Ja. Und jetzt haben wir mittlerweile den Anschluss ein bisschen verloren. Ja gut, aber mein Level ist auch logischerweise nicht mehr ganz so schnell. Ja, das ist ja klar, sonst wäre es irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ein bisschen, ja. Alles okay? Wenn man immer... Nee, nicht alles. Ach, warte mal, scheiße. Mir fällt jetzt gerade auf, ich habe meinen falschen Begleiter dabei. Warte mal, wie kann ich den jetzt nochmal wegschicken? Da, Gefährten fortschicken. So, und jetzt hier... Habt mich vermisst, was? Moment, warte mal, wie kann ich meinen Begleiter wechseln? Indem du unter N und dann Ruf N. Ah, ja, Gefährten genau, so war das. Ich war in dem anderen Menü, dass man mit B aufruft. Mit P? Okay. Ach, B, ja. Okay. Kann weitergehen. Eben, und du musst den Gefährten nicht fortschicken, du kannst einfach den anderen rufen, dann geht der andere automatisch. Aber ich finde das schöner. So, geh weg. Ich will dich nicht mehr hier haben. Aber ich will. Ja, eben. Wohin gehst du? Achso. Ja. Umschiffen, okay. Also, du willst gegen die starken Gegner hier. Nee, ich dachte, es sieht so aus, als würdest du da rechts durch die Tür rennen. Nee. Weil du gerade so den Weg angeschnitten hattest, in die Richtung. Gut.
Wupp. So ein kleiner Ruckler dahin. Jetzt habe ich N gedrückt. Statt M. So. Warum sind jetzt hier eigentlich keine Transportmittel erlaubt? Erklär mir das mal. Weil sie es können. Weil es bugfrei ist, ne? Ja, bugfrei und weil es praktisch ist, dass man auch mal ein bisschen geht und nicht immer Gleiter benutzt. Warum? Ich werde angegriffen. Ich erledige den kurz. Ja, ich erledige den hier auch kurz. Weil das nicht wirklich eine Herausforderung ist. Und habe etwas erhalten, nämlich da die... So. Armschiene, irgendwas. Ich habe doch eine Armschiene erhalten. Halt nicht. Ich habe einen Erfolg abgeschlossen. Uah. Entwaffnung der Besessenen auf Drum und Kars. Wen hast du entwaffnet? Einen Besessenen. Besessene entwaffnen. Nicht schlecht. Waren wir hier nicht schon mal? Oh, boah. Ja, wir waren hier schon mal. Aber das ist ja schon ein Stück her, ne? Das ist schon sehr lange her, ja. Müssen wir hier rein oder noch? Nee, wir müssen da drüben rein. So, rennen wir durch das Spinnennetz. Und gehen in die Sith Inquisitor Phase. Besitzer, Get Commander, JT. J vor allem, das sind Y. Ja, J. Dachte ich auch gerade. Wer hat's gemerkt? Krass, oder? Heftig. Ich war schneller. Nee. Schau, da ist Nebel. Chester wird Blut schmecken, hat sie gesagt. Lass sie doch. Ja, eben, aber sie wird Blut schmecken, hat sie gesagt. Oh. Oh. Amok laufender Sith Lord, was? Ich höre Stimmen, das ist tendenziell nicht gesund. Amok laufender Sith Lord. Uns durchdrehen da, was auch immer. Tut mir leid. Tut mir leid. Musste mich gerade räuspern. Hat man nicht gemerkt. Nee. Hast du eigentlich eine Bonusmission hier? Ich habe keine Bonusmission. Erstaunlich. Ich glaube, wir haben die hier nämlich schon abgeschlossen gehabt. Ja gut, die Bonusmissionen sind meistens ja auf die Storyline getackert. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht potenziell nicht schlecht. Ist jetzt die Frage, wollen wir das tatsächlich vielleicht kürzen? Ich werde und sagen, das ganze Ritual werdet ihr dann bei der nächsten Folge sehen. Ja, das finde ich nämlich auch, weil das würde jetzt so gut passen. Das ist so ein richtig fieser Schnitt jetzt. Fiese Katzen sind fies. Ja, genau. Und nicht fiese Katzen sind es auch. Das ist so. In diesem Fall würde ich sagen, schaut beim anderen vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar da, bewertet das Video. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Bye.